Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Kopenhagen Rollen White. Kopenhagen, das Brettspiel, das haben wir euch schon vorgestellt. Das Brettspiel, das große, steht beim Elias in seinem Lieblingsregal nach wie vor. Ist ein richtig schönes Legespiel, Bauspiel, hat uns beide positiv überrascht, hat uns alle in der Familie eigentlich positiv überrascht, auch der Silke. Und jetzt schauen wir uns das Roll-and-Ride-Spiel an. Ja, Roll-and-Ride-Spiele sind ja sehr beliebt und natürlich haben wir es schon jetzt etliche Male gespielt. Auf der Messe haben wir es auch gespielt und jetzt wird es auch Zeit, dass wir euch jetzt das vorstellen und auch zeigen, in dem Fall als Gameplay-Sequenz, was das Spiel zu bieten hat. Und natürlich gibt es das Fazit. Erst ein paar allgemeine Angaben zum Spiel. 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahre, 30 Minuten. Es liegen in diesem Spiel natürlich doppelseitige Blöcke bei. Das ist richtig gut, das sind etliche, werden wir uns beide einlaminieren. Zwei, weil wir brauchen einen Block für die Übersicht in dem Fall. Die habe ich jetzt hier. Jetzt und sieht davon man das auch. Sind mehr Blöcke bei, weil das sind die Spieler. Es liegen 5 Würfel dabei und die Stifte, die müsst ihr euch einfach noch irgendwo hernehmen. Die liegen nicht bei, ist auch gar kein Problem. So, was macht man bei dem Spiel? Ich erkläre es ganz kurz, hat ein paar Feinheiten. Und dann, Elias, werden wir in die Gameplay-Sequenzen eingehen. Ich mache es jetzt ganz langsam, Elias, Moment. Zuerst einmal muss ich sagen, was sich ändert, weil wir zu zweit spielen. Also, und da müsst ihr, darfst du sagen. Also, von hier wird von jeder Farbe eins mit beliebiger, vier. Genau. Ja. Das oder das. Ja, kann man spiegelsicher. Und anschließend? Und anschließend darf man 2 Kreuz machen. Hier. 2 hier, beliebige hier, Kreuze. Hier. Irgendwo. Aber nicht überall. Und ähnlich wie bei Kopenhagen, da mache ich jetzt weiter, Elias, muss ich ein bisschen erklären, weil es hat schon ein paar Feinheiten. Der Elias hat auch 2, 3 Partien gebraucht, bis er drin war. Macht ihr Folgendes, ihr würfelt jetzt mit allen Würfeln und dann habt ihr praktisch so ein Ergebnis, so wie es hier in dem Fall. Ihr dürft dann sagen, der Wurf war nicht schlecht, ihr würfelt nochmal neu, weil hier sind ein paar Symbole angegeben. Ich hoffe, man sieht sich, ich knall jetzt ein bisschen näher. Das heißt, wenn ihr ein Sternchen durchkreuzt, dürft ihr nochmal würfeln mit einem oder mehreren. Ist überhaupt kein Problem. So, und dann suche ich mir ja quasi Würfel raus. Weiß ist die Jokerfarbe. Und dann nehme ich mir von diesem Bereich hier, die werden nicht durchgestrichen, deswegen das Unendlichkeitssymbol hier. Oder, wenn es mehrere sind, nehme ich natürlich hier welche, die werden durchgestrichen. Und die zeichne ich jetzt hier in dem Bereich dann ein. Da gibt es natürlich gewisse Legeregeln. So, diese Bereich, zum Beispiel eine lange Leiste, trage ich ein. Ihr dürft dann in jedes Kästchen einen Kreis machen, außer in einem Feld, da muss ein X rein. Das seht ihr auch nachher, außer das zeigen wir euch. Außer bei einer Aktion, wo hier ist, dann darf man alle. Das sind wieder Spezialfälle. Nur bei einer Spezial hier. Was wollt ihr denn machen? Ihr wollt natürlich das wie Tetris-mäßig hochbauen. So, und baut ihr hier eine Reihe voll, dann kriegt ihr Punkte. Und die Punkte sind hier angegeben. Das heißt, ihr kriegt hier, wenn hier ein X dabei ist, einen Punkt. Wenn ihr eine Reihe habt mit nur lauter Kreisen, dann kriegt ihr 2 Punkte. Der Elias spielt es ein bisschen anders. Der geht nach Spalten. Das heißt, der Elias versucht... Ich versuche immer, das hier zu machen, wo 4 Punkte gibt. Nämlich so eine Reihe. Spalte. Ich baue immer hier ein bisschen hoch. Hier die Kreise baue ich dann hoch meistens. Aber ich habe jetzt kapiert, dass ich hier bauen sollte, weil hier kriegt ihr da noch so ein Eichen. Wie kapiert? Der Papa hat es jetzt kapiert, weil der Elias hat mich letztes Mal drauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, ja, Papa, das war totaler Quatsch, was du gemacht hast. Er konnte einen Dreier gerade machen, aber hat dann nur einen Zweier genommen und hat keinen Bonuspunkt gekriegt. Ja, so, jetzt ganz kurz, dann fangen wir an. Es hat nämlich, wir müssen sonst in jedes Detail eingehen. Wenn ihr hier so eine Spalte oder eine Reihe hier mit diesem Wappen dann vollständig macht, dann bekommt ihr einen einmaligen Bonus. Ihr dürft einen Kreis einzeichnen oder ihr macht 2 X in irgendeinem Bereich. Hier 2 X in einem Bereich oder hier einen Kreis irgendwo hin machen, egal wo. Wie lang geht, aber nur nicht schweben. Wie lange geht das Spiel? Ich habe noch gar keine Feinheiten erklärt. Wie lange geht das Spiel denn überhaupt? Bis ein Spieler? Bis ein Spieler 12 Punkte hat, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Dann kann der Spieler nur mal Punkte machen mit den Reihe fertig, 2 Punkte, Reihe fertig, 2 Punkte. Genau. Wenn man eine Reihe hier fertig hat, kriegt man 2 Punkte. Okay, so, jetzt haben wir hier noch ein paar Symbole. Wir machen mal langsam. Es geht ja auch darum, dass ihr ein Gefühl bekommt und wisst, ob das Spiel was für euch ist. Der Elias ist Startspieler, deswegen hat er hier ein X eingetragen. Hier auf dem Feld seht ihr es. Das heißt, dadurch sieht man es. Wir machen das, Elias, mal ganz langsam, oder? Ich mach's langsam. Wir machen es langsam, weil in jede Feinheit bin ich noch nicht eingegangen. Wo ist denn der Stift hier?
Der ist hier. Du würfelst das erste Mal. So, die Zuschauer sehen das auch. Warte mal, wir schieben es ein bisschen in die Mitte, dass die Zuschauer auch sehen. So, jetzt hat der Elias zweimal gelb und diese hier. Und dann kann ich nachher noch die Feinheit sagen zu zweit. Jetzt kann er sich überlegen, er kann neu würfeln. Er darf neu würfeln, weil er noch freie Sterne hier hat. Hat er nämlich hier auch. Da muss er die durchkreuzen. Das wird er wahrscheinlich jetzt nochmal machen. Genau, er malt das, streicht das durch und er nimmt nochmal beliebige Würfel. Klar, die gelben lässt er liegen und er würfelt nochmal. Auch nicht schlecht, er hat nämlich jetzt eine gelbe mehr. Und wenn ich jetzt aufhören würde, dürfte Papa bei dem ein Kreuz machen und hier ein Kreuz machen. Aber nur, weil wir zu zweit spielen, ansonsten bei 3 und 4 Spielern nur einen Würfel auswählen. Elias, bist du fertig? Moment, mach mal ganz langsam. Was machst du jetzt? Du nimmst die 3 gelben, oder? Dadurch zieht er sich diese Form hier. Jetzt zeichne ich die irgendwo ein. Du dürftest auch drehen in dem Fall, geht auch. Jetzt mache ich Kreis, Kreis. Warum nicht 3 Kreise? Weil das ist nur mit einer Sonde. Ja, aber nochmal ganz normal, man muss mindestens ein X einzeichnen. Ja, außer mit einer Sonde. Das hat er jetzt gemacht hier im Fall. So, jetzt sind die anderen Spieler dran. Bei 3 und 4 Spieler suchen sie sich einen Würfel aus, weil wir zu zweit spielen, nämlich 2 Würfel. Das heißt, ich mache hier ein Kreuz und ich mache im roten Bereich auch ein Kreuz. Wenn 3 übrig bleiben, dann ist es schwer. Nehme ich jetzt das. Genau, so. Und das kann natürlich... Jetzt nimmst du. Genau, so, das kann natürlich, ja, je nachdem auch früher enden. So. Joker ist frei. Joker ist frei. So, dann nehme ich mal das. Super Wurf. So, jetzt mache ich das genauso. Ich streiche das hier durch in dem Fall. Und lila. Oh, immerhin ein Joker. Ja, ich nehme lila. Ich nehme hier diesen Baustein und male das jetzt hier ein. So, und ich mache jetzt hier Kreis, Kreis, X in dem Fall. So. Und dann ist der Elias dran. So, wir haben noch ein paar Feinheiten. Weil wir haben jetzt hier nicht nur Papa. Die Sterne. Sehr gut. Musst du wahrscheinlich nochmal würfeln. Ich lege es ein bisschen rüber, dass man sieht. Das ist 4. Da musst du es durchstreichen. Ich komme gleich zu den Besonderheiten. Ein bisschen will ich euch noch zeigen zu diesem Spiel. Wir haben nämlich hier Sterne und hier Plus. Der Elias kann sich nämlich auch jetzt überlegen. Hier das schöne Beispiel, Elias, das will ich jetzt gerade kurz sagen. Er streicht ein Plus durch auf seiner Leiste. Ja, dann sind es 5. 5, genau. Dann kann er nämlich das richtig toll, diese große Form nehmen. Das die darf super. Man nur einmal verwenden. Und die wird auch super bei ihm unten reinpassen, nämlich in dem Fall, ja hier in dem Fall. Danke. Ja, aber das hättest du eh gesehen, wie ich dich kenne. Nee, normal sieht es der Papa nicht. Nein? Okay, jetzt kann er natürlich das Plus durchstreichen und dann hat er 5 gleich, wo er dann platzieren kann und muss nur ein X eintragen. Das macht er jetzt auch hier in dem Fall. Also ein super Zug und das tragt er jetzt hier unten ein. Das sind die Plus. Die Sterne sind also für die Aktion. Neuwürfeln. Ein Kreis in dem Fall, statt ein X ein Kreis, hier ein weiteres X eintragen, hier die Würfel umdrehen und das hier heißt, etwas, was durchgestrichen ist, nochmal verwenden. Das sind hier die Sterne und die Plus, die streiche ich dann durch, um einen Würfel mehr zu wenden. Bis zu 2-mal Plus darf man durchstreichen, das ist glaube ich schon eine Besonderheit. So, ich habe einmal gelb, weil das gelb übrig ist und der Elias, warte, ich zeige es ganz kurz den Zuschauern, so sieht es beim Elias aus. Das heißt, das hat er jetzt unten markiert. In bei dem mir Fall sieht es besser aus wie Plus, bei dir. Ah, wenn wir sehen, wer gewinnt, ich lasse ihn gewinnen. Aber Moment. Ja? Jetzt führe ich Moment. Ja, jetzt haben wir noch eine Besonderheit, weil du hast gut mitgedacht. Hatte Papa jetzt beinahe übersehen. Er hat hier unten jetzt eine Reihe voll. Da ist aber ein X auf jeden Fall dabei. Das heißt, er bekommt hier einen Punkt, weil wenn mindestens ein X dabei ist, genau, dann ist es ein 1. Wenn es nur Kreise wären, wären es 2 Punkte und dadurch hat er jetzt das schon eingekreuzt. Bisschen zeigen wir euch noch, glaube ich. Nochmal eine Runde von mir, nehmen wir mit. Na, wenn ich wenigstens einen guten Wurf hätte. So, ich streiche. Ja, nehmen wir doch deine mit. So, ich streiche das durch. Ich würfel nochmal. Kannst nochmal würfeln. Ja, ich würfel noch einmal. Ich lasse mich da immer wieder ein bisschen hinreißen von deinen Aussagen eigentlich. Ja, danke Elias. Danke für den Hinweis. 4 in dem Fall. Dann nehme ich den Block. Den streiche ich durch. Und diesen Block trage ich jetzt hier unten dann ein. Ah, da hätte ich jetzt gerne noch sowas gehabt. Aber ich habe hier die Kreise. So, und der Elias darf ein Kreuz bei Gelb setzen, weil der war ja übrig in dem Fall. So, dann ist der Elias am Zug. Seinen Zug nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Aber ihr merkt, es ist gar nicht so schwer. Es hat ein paar Feinheiten. In dem Fall ein bisschen Roll and Ride solltet ihr euch auf jeden Fall auskennen. Ist aber in der Anleitung auch sehr gut beschrieben, aber dazu später mehr im Fazit. Aber es ist wirklich knapp. Es geht wirklich eng zur Sache hier. Und auch die nicht aktiven Spieler sind ständig hier natürlich mit eingebunden. Jetzt suche ich mir das natürlich dann aus. Ich nehme Rot und Blau. Nö, ich bin noch nicht fertig. Ah, was nimmst du denn? Ah, du streichst durch? Okay.
So, was wollte ich jetzt machen? Rot habe ich durchgeschrieben. Warte ich mal. Ah, du würfelst nochmal neu. Okay. Na toll. Dann kriege ich auf jeden Fall bei Blau Kreuz. Jetzt darf ich das machen. So viel zu Nicht-Aktiven, die mitdenken. Nein, die warten. Fünf ist weg. Nicht schlecht. Und wo tragst du es ein? Okay. Warte mal. Man darf es drehen. Man darf es also jetzt so nehmen in dem Fall. Das kann er nämlich machen. Zum Beispiel hier. Zack, zack, zack. Ja. Ja. Er liest es ziemlich gut bei dem Spiel und er findet immer wieder neue Möglichkeiten. Ja, man darf das auch rumdrehen. Aber das war in dem Fall das ganze Spiel. Wie meinst du es? Zeig mal her. So meintest du. So meine ich es, genau so. So, man muss immer rechnen, Elias ist zweite Klasse. Das ist schon knackig, das Spiel ab 8 Jahre, das auf jeden Fall. Aber er kennt sich natürlich schon ein bisschen mit Roll-and-Ride-Spielen aus, sodass es auch kein Problem darstellt. Er schaut eher nach, dass er praktisch eine Spalte voll kriegt, nur mit Kreisen, um den Boni kassieren. Und da ist er schnell bei 10 Punkten, das geht recht flott bei ihm. So, und das war's in dem Fall. Und jetzt machen wir einen kleinen Cut und wir sehen uns am Ende bzw. beim Fazit wieder. Das war Kopenhagen, das Roll-and-Ride-Spielen, bevor der Papa seine Meinung und sagt, erst einmal der Elias. Elias, wie gefällt dir das Brettspiel? Hat er ja gefallen? Wie ja, das finde ich richtig gut. Besser. Was? Besser als das Brettspiel? Ja. Ehrlich? Ja. Was gefällt dir jetzt hier in dem Spiel so gut? Also das Taktisch-Denken ist gut. Ja. Ist es schwierig zu planen, wie ich die Würfel kreuz und setz kreise? Ja. Wie fandest du den Einstieg in das Spiel? Ich weiß noch, der war schon ein bisschen schwierig. Also es ist ein Roll-and-Ride-Spiel, wo schon ein bisschen knackiger ist, wo man jetzt sagt, jo, dann machst du das, das ist die Spalte, das ist die Zeile, mach die Farben, die Kästchen und dann wird das und das, der wird angekreuzt und dann versucht ihr möglichst viele Punkte zu kreieren. Nein, hier ist das Ganze richtig minimal gehalten. 12 Punkte ist das Ziel, 12 und mehr Punkte. Und dann muss man natürlich auch schauen, reicht es dann bis zum Spielsieg. Das Ganze ist auch sehr variabel, weil ich spiele gern rot. Du bist aber, glaube ich, auch so der Rotspieler, wo man neu würfeln darf, weil das ist schon ein wichtiges Element. Aber auch diesen Lila-Bereich, das ist nicht zu unterschätzen, aber Rot. Ich gehe sehr stark auf Rot in dem Spiel. Das funktioniert meistens richtig gut und dann gibt man richtig Gas. Man bekommt nicht alles eingezeichnet, aber aufgrund diesen Würfels ist es jedes Mal neu, sehr variabel und es spielt sich auch zu zweit richtig gut. Am Anfang habe ich gedacht... Ich hätte die X machen müssen mit den Sternen. Hättest du auch. Dann aber hätte ich vielleicht gewonnen. Wie findest du zu zweit die Unterschiede? Eigentlich braucht man groß nichts ändern. Es geht echt flott. Ist gut gemacht mit den durchgestrichenen, auch mit den zwei, sodass das Ganze nicht zäh ist. Der spielt das Ganze in 20 Minuten, hätte ich gesagt. Wir haben jetzt auch 20 Minuten, haben wir auf jeden Fall gespielt. Durchaus knackig, aber ein gutes Roll-and-Ride-Spiel aus meiner Sicht, welches auch thematisch sehr schön angelehnt ist oder mechanisch an das Brettspiel. Oftmals sind das ja in dem Fall was ganz anderes gemacht, mechanisch, aber hier hat man das richtig schön verknüpft vom Brettspiel. Ich hätte jetzt auch wieder Bock, das Brettspiel zu spielen. Kam bei uns auch gut an in dem Fall. Schaut man das Video rein, steht auch bei Melias im Lieblingsregal. Und das Spiel kommt, glaube ich, in mein Lieblingsregal, oder? Ich glaube, wir müssen mal ein Regal machen, Roll-and-Ride-Spiele, weil da haben wir auch ziemlich viele. Das kann man fast auch füllen. Da haben wir auch eine Top-Liste gemacht. Ich habe das damals auch in den Top-Listen erwähnt, das Spiel, aber da hatten wir es noch nicht, weil es ist ja quasi eine Herbst-Neuheit. Mal schauen, irgendwann in Zukunft gibt es vielleicht eine neue Top-Liste. Und ich glaube, 34 Punkte habe ich so. Das kriegst du nie im Leben voll. Aber es ist schön, man bekommt nie alles so. Wenn es so wäre, dann hätte ich 34. Ja, aber gefällt gut. Wo kommt es hin? In mein Regal? Nee. Wohin? In Mainz. Okay, habe ich mir fast gedacht. Wahrscheinlich neben dem Brettspiel. Also richtig schön. Mal schauen, was die Zukunft zeigt. Also ein gutes Roll-and-Ride-Spiel. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich sage tschüss, bis bald. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo über. Abos werden wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss. Mach's gut, bis bald. Bye, bye, auf Wiedersehen. Ihr könnt das Video auch teilen und ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wenn ihr es Spiel super findet. Tschüss. Also klickt am besten alles an. Ich kapiere es so langsam auch nicht mehr. Und wenn ihr euch das Spiel haufen wollt oder uns andersweitig unterstützen wollt, schaut gerne in die Beschreibung. Das war jetzt ein riesenlanger Werbeblock mittlerweile am Schluss. Also, jetzt schließen wir. Wir wollen nämlich wieder was spielen. Wieder was anderes spielen. Ich sag tschüss. Bis bald.